Kennt ihr das noch? Wahrscheinlich, denn das ist eines meiner größten Videos oder der Videos, mit denen mich die meisten abonniert haben, höchstwahrscheinlich. Hallo Leute, hier ist Graf Darko und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Es mag eventuell etwas komisch vorkommen, weil ich in den letzten Tagen kaum etwas gepostet oder gemacht habe und dass ich jetzt mit so einer leicht emotionalen Scheiße ankomme, aber ihr werdet am Ende des Videos erkennen, warum ich das tue. Also, zunächst einmal war ich die letzten paar Tage etwas erkältet, hatte eine schlimme Erkältung oder eine etwas leichtere Erkältung. Schlimm ist was anderes. Jetzt geht es mir ein bisschen besser, könnte aber noch eine Spur besser sein, habe noch ein bisschen Schnupfen, aber ich wollte trotzdem irgendwas machen, wisst ihr? Und in diesem Video möchte ich euch erklären, warum es derartige Videos wie das mit der Tales-Doll zum Beispiel von mir nicht mehr wirklich geben wird. Dazu muss ich ein bisschen in die Vergangenheit rutschen, beziehungsweise zurückkehren, zu dem Zeitpunkt, als ich die Tales-Doll hinaufbeschwören wollte. Der eigentliche Grund dafür war reine Langeweile. Ich hätte niemals gedacht, dass sich dieser Scheiß, dass sich irgendwer das überhaupt gibt oder dass es so gut ankommen würde. Weil im Grunde war es total langweilig, bescheuert und eigentlich total billig. Weil ich habe überhaupt gar keine richtige Mühe reingesteckt, könnte man sagen. Ich habe eigentlich überhaupt nichts Wirkliches gemacht und getan und trotzdem wollten es die Leute sehen. Ich weiß nicht warum. Ich habe keine Ahnung, warum man sich solche behinderten Videos, hätte ich beinahe gesagt, sich geben wird. Also ich persönlich hätte mir sowas wahrscheinlich niemals angeschaut. Aber gut, okay, das ist jetzt die Sache der Leute, von euch und so weiter. Aber okay. In dieser Zeit, wo ich dieses Video oder besser gesagt diese Videos gedreht habe, war ich ziemlich fertig. Also, man hat es mir damals nicht wirklich angesehen, aber ich war und eigentlich bin ich es heute immer noch ein echt kaputter Mensch, muss man wirklich sagen. Ich hatte damals viel zu verdrängen gehabt und hatte auch im Grunde nichts mehr zu verlieren, wodurch ich natürlich wesentlich unvorsichtiger war, als man es sonst ist. Damals habe ich erkannt, dass als mein Vater gestorben ist, und ich hatte diese typischen Anzeichen von diesen 5 Stadien der Trauer, könnte man sagen. Am Anfang, der Anfang war natürlich durch die Verleugnung, wodurch ich gegangen bin. Irgendwann später war ich dann auch depressiv und jetzt gerade bin ich in dieser Phase, wo ich halt nur wütend, grumpy ist oder bin, wenn man so will. Deshalb habe ich diese Videos gemacht, weil es mir eigentlich scheißegal war, wenn mir was passiert. Ich habe damals die Nächte durchgezecht, ich meine gesagt, und also nicht auf die Art und Weise, wie ihr jetzt denkt, eventuell. Ich habe oft in der Trauer und Einsamkeit mich zugedröhnt, also mit Alkohol zugesoffen und Hass nicht gesehen und all so ein Scheiß. Und das war alles eine Sache, worauf man nicht wirklich stolz sein kann, bin ich ganz ehrlich. Es waren Sachen, die... Ich habe zwar gegenwärtig auch immer wieder Sport gemacht und war halt laufen und sowas. Mir war aber im Grunde alles scheißegal. Weil ich war halt geschändet, könnte man sagen, durch meine ehemalige Arbeit, die ich hatte. Ich war ja bei der Bundeswehr, war dort 4 Jahre lang, habe dort gedient, könnte man sagen. Wurde dort mehr oder weniger geschändet, könnte man ja sagen, weil ich halt so anders war, könnte man sagen. Es war eine sehr schwierige Zeit. Ich hatte im Grunde nichts mehr zu verlieren. Ich war mir egal, ob ich irgendwie... Ich bin nicht wirklich abergläubisch oder so ein Scheiß, aber man kann nicht wirklich sagen, ob etwas existiert, was über unseren Verstand, sage ich jetzt mal, hinausgeht. Und in meinem Falle besser gesagt, war es halt, dass ich diese Tales-Doll-Scheiße gemacht habe. Ich habe ja dann irgendwann auch nochmal dieses mit Buried Alive oder halt ist in Rot, Blau, Grün, habe ich halt versucht, das auch nochmal anzugehen, aber das habe ich dann auch gesehen, dass das völliger Quatsch ist. Es gibt sicherlich Dinge, die über unseren Verstand hinausgehen, aber in dem Punkt oder in dem Moment, wo ich das gemacht habe, war es mir alles völlig egal. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll so richtig. Ich bin ein ziemlich emotionaler Mensch. Ich bin wirklich sehr emotional. Aber das sieht man nicht unbedingt immer, das merkt man noch nicht immer, weil ich bin ein Mensch, der sich auch oft aufregt über Dinge. Und das hängt alles damit zusammen, was mir halt widerfahren ist. Ich wurde wirklich oft zusammengestaucht und zusammengeschissen und mir hat auch kein Schwein gesagt, was richtig oder falsch ist zum Beispiel. Deswegen habe ich oft nach meinen eigenen
Möglichkeiten oder Interessen oder nach meinem Ermessen, besser gesagt, gehandelt und habe oft gesagt, ja, so empfinde ich das als richtig, obwohl mir andere gesagt haben, dass das falsch ist. Deswegen denke ich oder bin ich der Auffassung, dass es kein korrektes oder wirklich keine absolute Lösung gibt. Es gibt keine wirkliche absolute Meinung, wo man sagen könnte, das ist richtig, das ist falsch. Ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will, oder? Und als ich das gemacht habe mit der Tales Doll, es hätte ja tatsächlich was passieren können, wir wissen ja nicht, ne? Aber, naja, egal. Ich habe es halt gemacht, weil ich dachte, ey, das ist ganz witzig, da haben die Leute drüber geredet und ich dachte, ja, komm, mach mal. Ist eh egal, ob dir was passiert oder nicht, du wirst es ja dann sehen. Und jetzt ist 2016, damals war, glaube ich, 2010. 2010, 2011 eventuell, so in dem Dreh war das, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es war jedenfalls zu der Zeit, wo YouTube noch nicht ganz so behindert war wie heute. Weil heute ist YouTube eigentlich fast nur ein Arschloch und ihr wisst, wie ich darauf reagieren könnte, weil die Bekannten werden immer bekannter und die Unbekannten werden immer unbekannter und, na, ihr wisst ja. Ich gehöre ja schön den Unbekannten, dank, naja, egal. Darauf wollte ich nicht hinaus. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass sehr viel Frust angestaut ist und ich in den letzten Jahren so gut wie gar kein richtiges Erfolgserlebnis hatte. Das einzige Erfolgserlebnis, was ich in den letzten Jahren hatte, war, dass ich meine Frau geheiratet habe. Das einzige richtig gute und fröhliche Erfolgserlebnis, was ich in den Jahren wirklich verbuchen konnte, wenn man so will. Und wenn man die ganze Zeit, fast die ganze Zeit mit allem, was man anfängt, scheitert, dann ist man frustriert. Und das war damals genauso. Das war damals eigentlich technisch gesehen sogar noch schlimmer, weil damals hatte ich noch überhaupt gar keine Perspektiven gehabt. Weil ich bin aus der Bundeswehr rausgegangen, wusste nicht so genau, was ich tun sollte, hatte aber die Möglichkeit gehabt, halt diesen Synchronsprecherkurs zu besuchen, was ich gemacht habe. Und danach ging es eigentlich nur noch bergab, weil ich fand diesen Kurs zwar interessant und alles, es war echt, ich habe wirklich viel gelernt, ich habe wirklich viel meine Sprache beherrscht und ich habe mehr über meine Sprache gelernt und so weiter, über diesen Beruf halt. Aber im Grunde hat es mir nicht viel gebracht und das ist eine Sache. Ich habe das angefangen, ich habe mich wirklich reingehängt, ich habe wirklich versucht, was zu tun und zu machen und das... Jetzt bin ich halt ein ziemlich emotional verkrüppelter Mensch, könnte man sagen. Ich will jetzt hier nicht irgendwie einen auf Mitleidstour erregen oder sowas, aber jetzt sind wir halt in einer Phase oder in einer Welt gelandet, oder ich bin in einer Welt gelandet, wo wir... wo sich Weiber darüber aufregen müssen, wie angeblich Videospielfiguren sie belästigen, weil sie ja auch total lebendig sind und sowas, ne? Ihr wisst Bescheid. Und ein dämlicher Vergleich, ich weiß, aber... kommt schon, Leute, es gibt doch Wichtigeres im Leben, oder? Nur mal so nebenbei gesagt. Das war jetzt nur mal so ein Beispiel, weil die Welt war früher ein bisschen besser. Ich meine, 2010, 11, das war jetzt auch nicht wirklich so ein Jahr, wo ich sagen muss, OMG, ja, richtig cool und richtig geil. Würde ich so nicht sagen. Aber es wird immer schlimmer. Von Jahr zu Jahr wird die Welt immer beschissener und immer schlimmer und wir sind mittendrin. Ich bin mittendrin und ich habe ein Problem, damit fertig zu werden. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Ich versuche immer ein bisschen ehrlich zu sein und so. Ihr wisst, ihr kennt mich. Und das ist das, was ich sagen will. Ich hatte früher wirklich überhaupt keine Hemmungen, solche Videos zu machen, weil es mir scheißegal war. Mir war es scheißegal, ganz ehrlich. Und heute habe ich das Problem, beziehungsweise habe ich dieses Gefühl, dass ich was wirklich verlieren könnte. Etwas wirklich Wichtiges. Und ich glaube, ihr könnt euch alle denken, was es ist, was ich verlieren könnte. Und das ist eine Sache, die ich nicht riskieren möchte, auch wenn ich nicht wirklich abergläubisch bin oder sonst irgendetwas. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das war eigentlich alles, was ich in diesem Video sagen möchte und was ich euch mitteilen möchte. Denkt drüber nach. Sagt, was ihr wollt. Schreibt in die Kommentare. Ist mir scheißegal. Macht, wie ihr meint. Aber ihr wisst, wie ich bin. So bin ich und so werde ich bleiben. Es ist frustrierend. It sucks to be Darko, wie ich schon mal gesagt habe in einem anderen Video. Aber es ist leider so. In diesem Sinne, ich bin Graf Darko. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt euch das alles angehört, was ich hier gesagt habe. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Was eigentlich recht beeindruckend aussieht, muss man ja sagen. Und dann haben wir erstmal anfangs alle geschrieben, ja,
Das sieht super aus. Wow, wie funktioniert das? Oha, das ist ja geil. Bla, bla, bla. Hier wurde schon mal ein Beitrag gelöscht. Bla, bla, bla. Weil es gibt eine ziemlich interessante...